Pilgerinnen und Pilger. Ich soll Ihnen heute Abend etwas über die Offenbarung sagen. Also man sagt nicht die geheime Offenbarung, es ist nichts Geheimes, es ist die Offenbarung, die Apokalypse. Ja, ich wollte Ihnen die Geschichte erzählen. Ich habe so mal das etwas im Hinterkopf, die Geschichte vom kleinen Prinzen, der zur Quelle geht und der 57 Minuten braucht, um da Wasser zu holen und seinen Durst zu löschen. Und dann sagt ihm einer, er sagt, heute macht man das nicht mehr. Es gibt eine Pille, eine ganz kleine Pille, und dann der nimmt uns den Durst, statt dass du dann 57 Minuten verbrauchst und 53 Minuten kannst du diese Pille nehmen. Und dann sagt der kleine Prinz, was mache ich dann mit den 53 Minuten? Also was mache ich damit? Ich habe an der Universität ein halbes Jahr Vorlesungen hören müssen über die Offenbarung und der Professor ist nicht fertig geworden. Und ich muss Ihnen jetzt eine ganz kleine Pille geben über die Offenbarung. Verstehen Sie, was ich damit meine? Und ich muss sogar Sie bitten, dass ich sogar eine Einleitung mache dazu. Eine Einleitung, die eigentlich fürs Ganze, für die ganze Bibel gilt, aber meines Erachtens sehr wichtig ist, vor allem für das Buch der Offenbarung. Aber diese Einleitung gilt für die ganze Bibel. Sie haben vielleicht schon das Wort gehört von den literarischen Gattungen in der Bibel. Was ist eine literarische Gattung? Wir Menschen drücken uns ja in verschiedenen Formen und Redeweisen aus. Wenn ich jemandem eine Liebeserklärung mache, dann tönt das anders, als wenn ich einem einen Schandbrief schreibe. Oder wenn ich ein Geschichtsbuch schreibe, dann mache ich Recherchen, dann schaue ich, was dieser Mensch, der Napoleon zum Beispiel, was er alles gemacht hat. Und das Geschichtsbuch ist wertvoll, wenn es genau den Tatsachen entspricht. Wenn ich darum herum fantasiere, dann wird es zu einem Roman. Ein Roman ist wieder eine andere literarische Gattung. Ich kann Geschichte schreiben, ich kann erfinden. Um das einfach zu sagen, es gibt verschiedene literarische Gattungen. Oder ein Märchen, wenn ich dem Kind ein Märchen erzähle, das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein, dann will ich dem Kind sagen, du musst Acht geben, darfst nicht jedem nachgehen, der dir etwas verspricht oder der dir, ich weiß nicht was, gibt ein Geldstück oder eine Süßigkeit, gib Acht, das ist sehr, es ist schlimm, es kann dir schlimm ergehen. Und ich erzähle dem Kind die Geschichte vom Wolf und den sieben Geißlein. Und das versteht das Kind. Und so gibt es noch viele andere literarische Gattungen, zum Beispiel Gedichte. Goethe hat das Lied geschrieben, sah ein Knab, ein Röslein. Das ist schon eine ganz wunderbare Geschichte. Dieser Knabe hatte nicht existiert. Und das Röslein, sein Mädchen, ein schönes Mädchen gemeint, das hat auch nicht existiert. Aber das ist eine Gleichnisgeschichte auch. Und so gibt es auch Tiergeschichten und so weiter. Und wir müssen das verstehen, jede Gattung in der Literatur hat ihre Gesetze. Und wenn ich die jeweilige Gattung nicht in Betracht ziehe, dann gehen wir an der Wahrheit vorbei, die aufgezeigt wird. Wenn ich jetzt dieses Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein für wahre Münze nehme, was unmöglich ist, was wir meinen, es ist unmöglich, aber dann verstehe ich diese Geschichte nicht recht. Und jetzt kommen wir zur Bibel. Die Bibel ist voll von solchen literarischen Gattungen. Die Bibel ist nicht ein wissenschaftliches Buch, sondern ein Glaubensbuch. Die Bibel will nicht Wissenschaft vermitteln, sondern die Bibel will Glauben vermitteln. Ich meine, das ist sehr, sehr wichtig. Ich war mal als junger Priester in einer Stadtpfarrei, Vikar, Seelsorger, und jedes Mal, wenn irgendwo etwas, und jeder Vikar hatte sein Revier. Und da habe ich gehört, also wurde es gemeldet auf der Pfarrei,
ist jemand aus der Kirche ausgetreten und hat man mir das gemeldet. Ich bin hingegangen und habe bei dieser Frau und ihrer Tochter. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, also, warum treten Sie aus? Sie hat gesagt, ja, weil ihr nicht mehr die Bibel nehmt, das Buch Gottes, und weil ihr das nicht ernst nehmt. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Und ja, ihr nehmt es nicht ernst. Dann habe ich gesagt, ja, aber wissen Sie, in der Bibel steht im Schöpfungsbericht, dass Gott am ersten Tag die Sonne geschaffen hat und am dritten Tag das Licht. Dabei wissen wir, dass das Licht von der Sonne kommt. Dann hat mir die Frau gesagt, ja, glauben Sie nicht, dass Gott das tun kann, zuerst das Licht erschaffen und dann am dritten Tag die Sonne? Habe ich gesagt, nein, so nichts, das macht Gott nicht. Dann hat sie gesagt, eben sehen Sie, Sie glauben nicht mehr und wir sind jetzt in einer Gemeinschaft, wo man glaubt, wo man diese Dinge annimmt. Da sind wir natürlich neben den Schuhen, wenn wir solche Dinge annehmen oder wenn wir das nicht richtig verstehen. Gerade die Schöpfungsgeschichte, da will Gott nicht sagen, wie, sondern dass er die Welt erschaffen hat. Wir denken daran, dass das in einer Zeit war, als die Menschen die Götter verehrten, um die jüdische Gemeinschaft herum, das jüdische Volk herum, da waren die großen Völker mit ihren Gottheiten. Gehen Sie nach Ägypten und schauen Sie, was da für Gottheiten verehrt wurden. Die Sonne, der Mond, die Bäume, Tiere, all das wurde als Gottheit verehrt und dann die Menschen, der Kaiser in Rom, als Halbgott verehrt. Und da will die Bibel sagen, das alles ist nicht Gott, das sind Geschöpfe, Gott hat sie geschaffen. Wir müssen Gott allein anbeten. Die Bibel will damit sagen, es ist ein Glaubensbuch. Also um uns Glauben zu vermitteln. Oder wir können ein anderes Buch nehmen, um das noch besser zu verstehen. Sie alle kennen die Geschichte vom Jonas. Gott ruft den Jonas und sagt ihm, hör mal, geh nach Ninive. Und sagt den Leuten, die da Schlechtes tun, sie müssen umkehren, sonst gibt es eine Katastrophe. Und dieser Jonas sagt sich, aha, nein, das mache ich nicht, also das kann ich nicht. Und er will entfliehen. Und was macht man damals, wenn man entfliehen wollte? Die Erde war noch nicht so bekannt. Und da geht man aufs Meer. Da entflieht man sehr weit weg. Also Jonas geht auf das Schiff. Und auf dem Schiff entsteht ein großer Sturm. Und da hatten sie noch nicht diese Schiffe, auf denen wir jetzt sind. Es waren so größere Nussschalen. Und die Leute hatten Angst und sie haben gesagt, die Götter sind erzürnt. Donner und Blitz und Sturm. Also müssen wir ein Opfer darbringen. Und sie werfen das los. Wer hat gesündigt? Wer hat diese Missetat gegen die Götter getan? Und das Los trifft den Jonah. Und er wird ins Meer hinausgeworfen und im Meer hinaus kommt ein Walfisch, schnappt ihn und 3 Tage bleibt er im Bauch des Walfisches. Und der Walfisch verdaut ihn nicht gut und spuckt ihn nach 3 Tagen ans Land. Und jetzt geht er nach Ninive und predigt dort den Niniviten Buße. Sie spüren, das ist eine Gleichnisgeschichte. Und diese Geschichte will sagen, dass wenn Gott einen Menschen ruft, dann kann der Mensch Gott nicht entgehen. Dann muss er seinen Auftrag erfüllen, ausführen. Gott ruft Menschen und er will, dass sie diesen Auftrag ausführen. Also ein Glaubensbuch. Und damit kommen wir zum Neuen Testament, einfach um das ein wenig zu erklären. Weil letztlich geht es auch beim letzten Buch, bei der Offenbarung, auch darum. Das Neue Testament, da gibt es auch verschiedene Gattungen. Da haben wir die Evangelien. Evangelien sind keine Bibliografie von Jesus, keine Lebensbeschreibung von Jesus, sondern die Evangelien sind entstanden, überliefert worden, zuerst mündlich überliefert worden und dann zuletzt niedergeschrieben worden von diesen Evangelisten. Dabei müssen wir immer betrachten, für wen
haben die Evangelisten geschrieben. Sie haben nicht in die, einfach so ins Blaue hinaus eine Geschichte geschrieben über Jesus, seine Wunder, seine Worte, seine Taten, sondern sie haben für ihre Gemeinde geschrieben. Wenn wir das wissen, dann wissen wir, dass zum Beispiel der Matthäus den Judenchristen geschrieben hat, also Christen, die aus dem Judentum gekommen sind. Und bei diesen Christen kann er natürlich das Alte Testament zitieren. Die kannten bestens das Alte Testament und er sagt ihnen immer wieder, wie im Alten Testament geschrieben steht, das hat sich jetzt erfüllt in Jesus Christus. Ein Glaubensbuch für die Juden, die Christen geworden sind. Dann nehmen wir das Evangelium von Lukas, dann wissen wir, er hat für die Heidenchristen geschrieben. Er konnte nicht einfach das Alte Testament zitieren, sie kannten ja das gar nicht. Oder wir nehmen das Johannesevangelium. Wir wissen heute, dass das Johannesevangelium das letzte Evangelium war, das geschrieben wurde. In den Jahren zwischen 90 und 100, vielleicht näher bei 100 als bei 90. Aber es kommt auf das Jahr nicht drauf an. Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus war, der sehr jung war, darum war er der Jünger, den Jesus liebte, vielleicht weil er bei diesen harten Fischen so noch ein Jüngling war, also ein zarter Jüngling war, und Jesus hat ihn in Schutz genommen und hat ihn besonders geliebt. Und Johannes, der sehr alt geworden ist, das wissen wir auch heute, und der nicht einfach das Leben Jesu erzählt, sondern der das Leben Jesu, seine Worte, seine Taten überlegt hat, meditiert hat, vertieft hat, aufgenommen hat, in sich aufgenommen hat und darüber nachgedacht hat, das nennen wir ja Meditieren heute, darüber nachgedacht hat und dann in die Tiefe dieser Worte Jesu gestoßen ist. Darum haben wir diese Tiefe des Johannesevangeliums. Lesen Sie dann das erste Kapitel, wo es heißt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Was heißt das? Am Anfang war das Wort. Wenn ich das so nehme, dann sage ich ja, das Wort, was für ein Wort? Eben, der hat für seine Gemeinde geschrieben, denen er schon sehr viel über Jesus erzählt hat, über Gott erzählt hat. Gott ist der lebendige Gott. Gott ist nicht ein, wie die Götter damals waren, also stumme Götter. Er spricht sein Wort. Und das Wort, das gesprochen ist, ist wieder eine Person. Das Wort Gottes, die zweite Person. Und Gott, Vater und Sohn stehen in Liebe miteinander verbunden. Und diese Liebe ist wieder eine Person. Gott ist ein lebendiger Gott. Und man kann nur lebendig sein unter Personen, und darum erklären wir die Dreifaltigkeit eben mit diesen drei Personen, Gott, Vater, Sohn, und die Liebe zwischen beiden, der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Gott der Liebe, sagen wir ja. Und Johannes beschreibt das eben, wenn wir das wissen, dann verstehen wir, was Johannes damals seinen Jüngern, seiner Gemeinde gesagt hat. Und da haben wir noch daneben noch die Briefe des Paulus. Auch das sind keine Abhandlungen, theologische Abhandlungen, sondern das sind immer wieder Briefe, die er den Gemeinden geschrieben hat. Es gab Probleme damals, ich habe es Ihnen schon einmal gesagt, auch die Einheit war ein Problem. Und da hat er ihnen Briefe geschrieben, viele Briefe. Das Neue Testament ist ja zu einem schönen Teil von den Briefen des Apostels Paulus erfüllt und hat denen auch gesagt, um was es geht. Und zum Glück haben wir die Briefe des Paulus, vor allem die Korintherbriefe. Wir hätten jetzt auch noch darüber reden sollen, das war vorgesehen, aber die Zeit ist zu kurz geworden, auch auf unserem Schiff. Da wissen wir, was in den jungen Christengemeinden gegangen ist. Da lernen wir die jungen Christengemeinden kennen und ihre Probleme, die natürlich auch Probleme von heute sind und an denen wir eben ablesen können, wie wir uns heute in gewissen Situationen zu benehmen haben als Christen. Das sind die Briefe des Paulus, also die Probleme von damals.
Und jetzt kommen wir nach dieser etwas langen Einleitung, aber ich glaube, es war wichtig, dass ich das Ihnen erklären musste, sonst reden wir auch ins Blaue hinaus, wenn wir einfach nur von der Offenbarung reden. Die Offenbarung des Johannes. Der Titel heißt Offenbarung. Was heißt das? Was bedeutet das? Das heißt ganz allgemein, dass wir als Menschen Gott nicht so erkennen können, wie er ist. Wenn wir Menschen, wir begrenzte Menschen mit unserem begrenzten Verstand Gott erkennen können, dann ist er nicht mehr Gott. Gott ist unbegreiflich, ist der unbegreifliche Gott. Wir können ihn nicht begreifen, nicht so erkennen, wie er ist. Wir können von Gott nur immer wieder in Bildern reden. Und wir sagen dann, Gott ist etwa wie. Er ist so. Aber das ist nicht Gott. Er ist einfach wie. Er ist und bleibt ein Geheimnis. Und wir müssen das wissen, dass Gott sich geoffenbart hat. Und auf die Offenbarung des Johannes, die auf eine Vision des Johannes zurückgeht, ist eine solche Offenbarung Gottes. Und wir müssen daran denken, dass es in einer schwierigen Zeit war, wo Johannes gelebt hat. Es war die Zeitende des ersten Jahrhunderts. Die Christen wurden verfolgt und die Offenbarung sollte ein Trostschreiben sein für die ersten Christen. Und wenn Johannes eben darüber schreibt, wir sagen ja, dass Johannes der Autor dieses Buches ist. Johannes, der Lieblingsjünger, der zu den bevorzugten Jüngern Jesus gehörte. Er war dabei bei der Verklärung auf dem Berg Tabor. Er war auch dabei in Gethsemane, beim Beginn des Leidens Jesu. Also er gehörte zu diesen drei Jüngern, die in den engen Kreis Jesu gehörten. Und es heißt, dass er im Abendmahlsaal an der Seite des Meisters ruhte, am Herzen Jesu. Sie saßen nicht am Tisch, wie wir jetzt da am Tisch sitzen und uns gütlich tun, sondern sie lagen zu Tisch, wie die Römer zu Tisch lagen. Und in der Mitte war dann das Tischchen, wo sie dann das Essen nehmen konnten. Und Jesus konnte so an die Brust des Meisters ruhen. Er gehörte also zu den Jüngern, die Jesus besonders liebte. Und wir wissen auch, dass Johannes später nach Ephesus kam. Unter Kaiser Domitian wurde er um das Jahr 94, 95, also gegen 100 nach Christus, bei der ersten großen Verfolgung der Christen, in der das Christsein auch in Griechenland und der heutigen Türkei, also in ganz Kleinasien, verboten war und strafbar war. Er wurde dann nach Patmos verbannt. Und Sie haben das gehört, Patmos war eine Insel, auf der man Bösewichte verbannte, Leute, die man abschieben wollte. Und wenn Sie bedenken, dass Patmos schon sehr vom Meer umgeben ist und wenn man da entfliehen wollte, das war praktisch unmöglich. Da hat man das Leben aufs Spiel gesetzt auf dem Meer, auch wenn es sehr ruhig ist, wie wir das auch heute erlebt haben, aber für ein kleines Boot, das war fast unmöglich und das kam eben einer Möglichkeit zustande, dass einer umkam in den Wellen. Also er kam nach Patmos und man sagt, dass er dort dann eben die Offenbarung schrieb. Dieses Buch, das wir haben, das letzte Buch in der Bibel des Neuen Testamentes. Und von Patmos kam er dann wieder zurück nach Ephesus und dort hat er dann das letzte Evangelium geschrieben, so ungefähr auch um das Jahr 100 herum.
Es ist auch gut, dass wir wieder wissen, dass er das nicht einfach aufgeschrieben hat, um ein literarisches Buch zu schreiben, wie es heute Autoren gibt, die einfach etwas schreiben wollen, um bekannt zu werden. Er hat es auch für die Christen geschrieben, für die Christen von damals, für die Christen von Kleinasien. Und wenn Sie jetzt lesen, dann sehen Sie ganz am Anfang, er nennt 7 bestimmte Gemeinden, die zum römischen Verwaltungsbezirk Asia im Raume Kleinasien in der heutigen Türkei und zum Teil Griechenland gehörten. Er schreibt also an diese 7 Gemeinden Ephesus, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und es ist nicht einfach an diese Gemeinden gedacht. Diese 7 Gemeinden sind stellvertretend für die ganze damalige Christenheit. Und die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Sie hat prophetischen Charakter. Was heißt das? Es ist, wenn wir von Prophetie, von Propheten reden, dann meinen wir Menschen, die etwas voraussagen. Um das geht es nicht. Voraussage der Zukunft. Wobei das auch mitspielen kann, dass solche Weissagungen vorkommen, aber das ist nicht das Wesentliche der Prophetie. Das Wort Offenbarung, Apokalypse, kommt vom Griechischen und heißt Erklärung. Und das Wort Prophet kommt von Prophetes im Griechischen und heißt Deuter, Interpret. Also, der Prophet will etwas deuten, etwas interpretieren, was kommt. Ort der Abfassung der Apokalypse, der Offenbarung, ist die Insel Patmos. Dort wird an einem Sonntag, interessanterweise heißt es an einem Sonntag, wir sehen, der Sonntag war schon ein besonderer Tag für die ersten Christen. Ich habe Ihnen in der Predigt gesagt, dass die ersten Christen noch keinen Sonntag, keinen freien Tag hatten. Sie mussten arbeiten in der heidnischen Welt, wie alle anderen auch, aber sie haben sich immer am Sonntag, am ersten Tag der Woche, weil das der Tag der Auferstehung war, versammelt, um Eucharistie zu feiern, um Christus, dem Auferstandenen, zu begegnen. Und da sagt Johannes, dass er vom prophetischen Geist ergriffen wurde. Und dass er in einer Reihe von Bildern die Ereignisse der letzten Zeit des Weltendes sah. Und damals hatte man die Überzeugung, dass das Weltende ziemlich nahe wäre. Und der Prophet spricht die Botschaft Gottes in die konkrete geschichtliche Situation hinein. Es sind Bilder, die er damals aus der damaligen Welt nahm. Und hat dann eben übernatürliche Dinge erklärt. Die Offenbarung ist für die schwierige Situation der Christen von damals geschrieben worden als ein Trostbuch. Johannes nimmt Bilder. Er sagt auch, es ist wie. Er vergleicht etwas. Vergleiche gewiss die für uns moderne Menschen oft merkwürdig, eigenartig, ja fremdartig erscheinen. Dabei möchten diese Bilder etwas verdeutlichen, sichtbar machen, was unsichtbar ist, letztlich Gott uns nahe bringen. Wir können von Gott und übernatürlichen Wirklichkeiten theoretisch reden. Wir sagen dann etwa, ja, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Was heißt das allmächtig? Da sagt mir einer, ja, Gott ist allmächtig, er kann alles. Ja, kann er ein rundes Viereck machen? Wenn er alles kann. Wenn er alles weiß, weiß er auch, was mir passiert. Also alles ist vorausgesehen. Also ich kann tun, was ich will, es passiert nichts. Das ist Theorie, wenn ich so rede. Aber ich kann auch von Gott und übernatürlichen Wirklichkeiten in Bildern vergleichen, sprechen. Ich sage dann etwa, Gott ist wie. Ich nehme dann etwas Bekanntes,
und vergleiche das Unbekannte damit. Dann wird das Unausdrückbare, das Unsagbare, das Unbekannte für mich plastischer und klarer. Wir können ja eben Gott nur in Bildern zum Ausdruck bilden. Und in den Bildern der Offenbarung kommt menschlicher, eindrücklicher etwas von Gottes Größe zum Ausdruck. Es kommt etwas von dem zum Ausdruck, was für uns letztlich unausdrückbar, unsagbar, unfassbar ist. Gott ist unfassbar. Nun noch etwas zu den einzelnen Bildern. Johannes sieht zuerst einen, der wie ein Mensch aussah. Es ist der Menschensohn. Damit ist Christus, der Auferstandene, gemeint, der seiner Kirche, die verfolgt wird, gegenwärtig ist. Christus ist gegenwärtig in der Kirche. Und dann nennt er 7 Gemeinden symbolhaft, die die weltweite Kirche repräsentieren, weltweit, soweit sie eben damals erkennbar war im Reich der Römer. Die Römer, die ja das ganze Gebiet um das Mittelländische Meer beherrschten und bis nach Britannien, das war die damalige Welt auch für die Bibel. Und das Schicksal dieser Welt in den Bildern dieser Gemeinden wird geschildert. Wir haben da berühmte Worte, die wir auch auf unser Leben anwenden können. Und damit wird die Bibel und wird auch ein solches Buch wirklich realistisch für uns, real, für unsere Welt, für unser Leben. Wir könnten es sogar für eine Gewissenserforschung brauchen. Zum Beispiel, wenn es heißt da an die Gemeinde von Ephesus, die haben wir besucht, du hast ausgeharrt, um meines Namens willen Schweres ertragen. Aber ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wenn wir zur Beichte gehen, fragen mich zuerst, war ich 7-mal unandächtig und habe ich 7-mal den Namen Gottes leichtsinnig ausgesprochen. Fragen wir einmal, ob wir nicht auch unsere erste Liebe verlassen haben. Oder an die Gemeinde von Smyrna, da heißt es, ich kenne deine Bedrängnis. Sie waren verfolgt und deine Armut. Und doch bist du reich. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Also diese Schreiben sind noch etwas länger, ich nehme jetzt gerade das Wesentliche heraus. Oder an Pergamon. Du hast den Glauben nicht verleugnet, doch habe ich etwas gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die, dann sagt er ihnen, was diese Leute tun, was unchristlich ist. Kehre um, heißt es dann am Ende. Oder an die Gemeinde von Thyatira. Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben, aber ich werfe dir vor. Kommen wieder diese Dinge, die nicht richtig sind. Damals schon in der Gemeinde der ersten Christen gab es gute Dinge, positive Ansätze. Die Menschen, die wirklich christlich waren, nach christlichen Grundsätzen lebten, die Christus nachgefolgt sind, aber dann auch weltlich waren und auch der Welt und den weltlichen Gelüsten gefrönt haben. An Sardes, dem Namen nach lebst du. Dem Namen nach, aber du bist tot. Werde wach und stärke, was noch übrig ist. Philadelphia, du hast an meinem Wort festgehalten und an meinen Namen nicht verleugnet. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Es ist also immer Trost, aber auch Hinweis, was negativ ist in diesen Gemeinden. Und Laodicea, ich kenne deine Werke, aber du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß, aber weil du lau bist, will ich dich aus meinem Munde speien. Das ist ein hartes Wort, aber ein Wort,
dass wir uns überlegen müssen, du bist weder kalt noch warm. Und da spüren wir die Aktualität dieses letzten Buches der Heiligen Schrift. Und dann haben wir auch Bilder, ja, es wird jetzt was weit führen, vielleicht noch ein Bild, der Drache und die Frau. Das ist der Kampf der jungen Kirche mit der gottwidrigen Mächten. Der Drache, der die Frau verfolgt und ihre Nachkommenschaft zerstören will. Der Drache, das Symbol des Bösen, das Symbol von Satan. Die Christen schrieben ja diese Werke oder haben diese Werke gelesen und sie haben gespürt und sie haben gemerkt, was damit gemeint ist. Und wenn das in fremde Hände kam, da wussten sie nicht, was damit gemeint war. Der Drache ist ein mythologisches Tier, dargestellt mit einem Schlangenkörper, mit Flügeln. Also ein Tier, das nicht existiert, aber ein Tier, das Angst einflößt und das schlimm ist. Der Drache wird von Michael bekämpft und in dramatischem Kampf in den Abgrund geworfen. Wir wissen, dass ja gerade die Kunst sich im späteren Mittelalter dieses Sujet oft bemächtigt hat. Wir haben diese Darstellungen. Der Drache wird zum Widersacher Christi, des Erlösers. Seine Köpfe, Hörner und Kronen, immer mehrere Köpfe, mehrere Hörner, sind Sinnbilder der Macht von Satan und im letzten Endes Sinnbild von der Macht von Rom. Er will den Messias nach seiner Geburt verschlingen. Der Sieg Gottes ist im Sieg Michaels über den Drachen dargestellt. In Jesus, dem Auferstandenen, ist diese Macht ein für alle Male besiegt. Jetzt richtet sich die Wut gegen die Frau, die den Messias geboren hat, gegen das Gottesvolk. Die Frau, wir kennen dieses Bild, es wird oft gelesen, auch in der Liturgie, die am Himmel als das große Zeichen erscheint, ist die Mutter des Messiaskindes. Sie ist die Verkörperung des Gottesvolkes. Also in erster Linie ist das Gottesvolk damit genannt. Die 12 Sterne über ihrem Haupt erinnern an die 12 Stämme Israels. Die Geburtswehen sind von den Leiden des Gottesvolkes im Verlauf der Geschichte zu verstehen. Und die Frau ist also zuerst das Gottesvolk, das Alte Testament und das Neue Testament, auch die 12 Apostel. Und das Kind, das die Frau gebiert, ist der Messias. Und die Liturgie hat diese Person, diese Frau auch auf Maria gedeutet, weil sie uns den Messias geboren hat. Und dass sie eben, wenn wir sie dargestellt sehen, die Frau mit den Füßen auf der Weltkugel und die Schlange Satan, die sich darum schlängelt, das Böse, das die Welt verdirbt, und Maria, die uns den Messias geschenkt hat, damit dem Drachen den Kopf zertritt. Ja, und damit möchte ich jetzt für heute Abend schließen. Aber dass sie das Wort Gottes verkündet haben und das Wort Gottes an die Menschen herangekommen ist, weil es verständlich war. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn Sie heimgehen, lesen Sie ein wenig die Bibel, das Wort Gottes. Es ist nicht einfach ein Wort, das einmal geschrieben wurde vor 2000 Jahren. Es ist das lebendige Wort Gottes, das für uns oft in unsere Geschichte hinein, in unser Leben hineingeschrieben wurden. Wenn Sie einmal Probleme haben, es schwer ist, setzen Sie hier und lesen Sie auch ein wenig aus der Bibel. Nicht, dass Sie, weiß nicht wie viel lesen, sondern dass Sie einen kurzen Abschnitt lesen und Sie fragen, was sagt mich Gott jetzt? Durch diesen Text, durch dieses lebendige Wort Gottes. So, ich möchte Ihnen noch den Segen spenden. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Herr, erhöre unser Gebet. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der gute Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen. Also eine gute Nacht, eine friedliche, geruhsame Nacht, morgen wieder dann eine schöne Nacht. Dankeschön.